Es gibt über 1 Million. Sie sind Relikte einer anderen Zeit und finden doch immer neue Anhänger. Kleingärten, die grünen Ruheoasen im hektischen Alltag. Jedenfalls von 12 bis 15 Uhr, da ist nämlich Mittagsruhe im Kleingartenverein Karl Funke in Essen-Heisingen. Doch jetzt ist es kurz nach 3. Heute ist Gemeinschaftsarbeit angesagt, Heckenstutzen. Man soll sich schließlich nicht hinter ihnen verstecken können. Es fallen ja Arbeiten an, so wie jetzt, wenn der Vorstand anberaumt Hecke schneiden, dann müssen wir natürlich sehen, dass sie zu der Zeit da sind. Sonst gibt's nachher Ermahnungen. Die Kleingartenanlage Karl Funke, benannt nach dem ehemaligen Steinkohlenbergwerk, ist mit ihren 31 Gärten ein echtes Kleinod. Die relativ junge Anlage wurde in den 80er Jahren nach der Renaturierung des Zechengeländes erbaut. Sie schmiegt sich idyllisch zwischen Wälder und die alte Bergbausiedlung oberhalb des Baldeneysees. Pförtnerhäuschen, heute als Vereinsheim genutzt, und Fördergerüst sind noch Zeugen alter Zechenzeiten. Lebendiger Zeuge ist Reinhold Schick. Er war Bergmann auf Karl Funke und ist Vereinsmitglied der ersten Stunde. Nachdem die Zeche geschlossen wurde, hatte in Heisingen einer die Idee, hier eine Kleingartenanlage zu machen. Der hatte eine parkähnliche Anlage geplant, weitläufig, großzügig, sodass nicht dieses alte Schachbrettmuster hier entstanden ist. Nach dem Schrebergartenmuster sind wir gemeinnützig. Das heißt also, wir haben hier sehr billiges Land als Pachtland. Und dann erwartet man auch, dass man hier sich auch kleingärtnerisch nützt, betätigt, was eigentlich der Sinn der Kleingartenlage ist. Man sollte von seinem Stück Land sich ernähren können. Soll auch nicht wieder so groß sein, dass man verkaufen muss. Der Parzelleninhaber sollte schon von seiner Parzelle leben. Gemeinnützig heißt auch, jeder sollte sich einen Garten leisten können. Der kostet den Pächter rund 1 Euro am Tag plus einmaliger Ablöse zwischen 1.000 und 10.000 Euro, geschätzt von einem unabhängigen Wertermittler. Vor allem der Zustand des Gartenhäuschens macht den Unterschied. In dem 1926 gegründeten Verein Düssern sind einige der 117 Häuser über 50 Jahre alt. Gute Chancen auf einen günstigen und trotzdem mustergültig bewirtschafteten Garten. Also nach dem Bundeskleingartengesetz sind wir schon verpflichtet und auch mit den Auflagen der Stadt, dass wir etwas bewirtschaften. Es ist nicht mehr der unmittelbare Nahrungszwang im Vordergrund, sondern Freizeit. Wir sagen hier, das ist zwar nicht gesetzlich geregelt, aber wir halten dies so, ein Drittel Freizeit, wie hier Wege und Rasen, ein Drittel Laube, Terrasse und ein Drittel sollen noch beackert werden. Die Schrebergärten entwickelten sich aus einer Spielwiese mit Beeten, die der Schulrektor Dr. Hauschild nach seinem Gesinnungsfreund Schreber benannte. Schreber, das war der Dr. Schreber, der kam aus Leipzig und da ist auch heute noch das Museum, das Deutsche Kleingartenmuseum. Und da hat die ganze Sache begonnen. Der Gedanke war hauptsächlich für Kinder, dass die irgendwie beschäftigt wurden, beaufsichtigt wurden und dergleichen. Als die Kinder das Interesse verloren, übernahmen die Eltern die Beete. In Verbindung mit der sozialen Idee der Armengärten entstanden die heutigen Kleingartenkolonien. Die ersten Kleingartenanlagen wurden von den großen Firmen wie Thyssen, Hamborner Bergbau und dergleichen für ihre Mitarbeiter gegründet, um die Freizeitbeschäftigung dort in dem Garten zu haben. Der älteste Verein in Mülheim ist der Kleingärtnerverein Nord. Hier ist Verlaufen unmöglich. Von einem Weg gehen die 118 Gärten ab. Die im Landeswettbewerb der Kleingärtner prämierte Anlage kennt Nachwuchssorgen nur vom Hörensagen.
die Anwärter, die bei uns auf einer Anwärterliste erscheinen, wenn man sich für eine Parzelle interessiert, sind ja meistens Vorruheständler, die dann aus dem Handwerk und Büro kommen, wo sie dann endlich Ruhe haben, um so einen Garten zu bewirtschaften. Wir haben auch in den letzten Jahren 4, 5 Ehepaare mit Kindern als Neupächter bekommen. Aber es pflanzt sich immer wieder so das gleiche Alter fort, so ab 55. Na? Und gehalten werden die Gärten meistens so bis weit im Lebensalter 70, 75, auch 80. Also die älteste Dame, die wir hier im Garten haben, ist 91 und bewirtschaftet noch. Doch die Zahl junger Familien unter den Neupächtern wächst stetig. Ein Generationswechsel. Viele ältere Gärtner haben ihre Parzelle nach dem Krieg erworben. Sie geben aus Altersgründen jetzt ihre Gärten ab. Jüngere Leute rücken nach. Vor allem sie haben ein neues Gesundheits- und Naturbewusstsein entwickelt. Ja. Wir sind reif. Wir haben im letzten Jahr uns bemüht, einigermaßen Standard so reinzubringen, haben aber noch ganz viele Ideen. Die kannst du essen. Die kannst du essen, die ist reif. Aber die lag auf dem Boden, Mama. Nee, das macht nichts. Kannst du ja waschen. Okay. Das ist zum Beispiel auch eine Sache. Die Kinder machen hier halt Naturerfahrungen, die sie sonst in der Stadtwohnung nicht machen. Natürlich kann man auch Bücher lesen und kann das mal punktuell irgendwo aufarbeiten, aber hier leben sie halt mit solchen Sachen. Ernten und was darf man essen, was nicht, was ist giftig und das ist wirklich eine gute Sache. Viele Pächter kommen aus fußnah gelegenen Siedlungen. In den Wohnungen ist der Platz zum Spielen begrenzt, aber hier können die Kinder nach Herzenslust toben. Die Familien leben ein anderes Miteinander. Ich bin eigentlich zufrieden, dass ich mir hier was eigenes aufbauen kann. Urlaub kann man sich auch nicht mehr leisten mit 3 Kindern. Und wir haben da Spaß dran. Wir haben einfach Spaß dran. Da wir unsere Tomaten sehen, wie die wachsen, unser Kohlrabi. Ne? Und am wichtigsten natürlich unsere 3 Kleinen. Ich sage jetzt einfach mal, der Große von uns ist ja mittlerweile 9. Und wenn er aus der Schule kommt, freut er sich auch schon auf den Garten. Weil wir haben gesagt, du hast deine Erdbeeren, kümmere dich drum. Ne? Also unsere Kleine hier, die kümmert sich ja erstmal sowieso nur um ihr Spielzeug, sage ich mal. Aber das wird wahrscheinlich noch kommen, weil wir die jetzt ganz anders erziehen können. Ne? Das ist schon richtig was Feines. Ich glaube, ich nehme auch ein Glück. Ja. Das ist gut. Könnt ihr zu Hause auch hinlegen, dann duftet das schön nach Zitrone. Wir haben es aus Grund vom Kindergarten erlebt, dass viele Kinder Gemüse gar nicht kennen. Gerade das Gemüse, was normalerweise auf dem Esstisch ist, sagen die Kinder, nee, esse ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht. Und es war so ein Gedankenanstoß, dass wir gesagt haben, wir wollen unserem Kind zeigen, wie Gemüse wächst, welche Arten es von Gemüse gibt und dass die Sachen also durchaus auch lecker sind und dass man die halt im Garten auch so pflücken kann und essen kann. Wenn ich da euch noch einen Kaffee mitbringe. Auch bei zugewanderten Gartenfreunden steht eine Parzelle derzeit hoch im Kurs. Statistisch hat jeder 6. Kleingärtner einen Migrationshintergrund. Der Bundesverband der Kleingärtner sieht den Schrebergarten als idealen Integrationsort. Über die Blumen hinweg soll man sich schnell näher kommen. Doch Theorie und Praxis sind zweierlei. Und so läuft das Miteinander nicht überall reibungslos. Anderswo schon. Wir haben aus sich sag mal, aus ganz Europa haben wir Mitglieder. Nebenan kommt aus Polen. Dann haben wir Jugoslawen, Ungarn, Italiener, Spanier. Aus der ehemaligen Sowjetunion haben wir auch aus Kasachstan und wie diese Staaten heute alle heißen, haben wir auch Mitglieder und fühlen sich hier wohl. Wir haben mit keinem Probleme. Ganz exotisch haben wir auch eine junge Frau aus Togo. Der Generationswechsel im Kleingarten ist nicht nur rein äußerlich an Zahlen erkennbar. Auch innerlich vollzieht sich ein Wandel. Wir haben eine andere Generation. Die ist nicht so dafür geschaffen, kann man sagen. Die sind da nicht, einfach nicht für geschaffen. Man sieht das, wenn die Gärten irgendwie einen Garten kaufen, dann haben die das gesehen. Die sehen den nur, wenn die Leute in der Sonne liegen oder was, oder Kaffee trinken und Kuchen. Das sehen die. Aber die Arbeit, die nehmen, da steckt ja auch viel Arbeit drin.
richtig Arbeit. Ne? Also es, zu tun ist da immer. Langeweile ist da nicht. Und er wird gewasselt. An erster Stelle wird der Garten ja bestellt. Muss ja gemacht werden. Und da ist ja Leben drin. Wenn Sie hier hinten aufhören, fangen Sie vorne wieder an. Ne? Da ist schon wieder gewachsen. Wir müssen wirklich, jeder Garten, der abgegeben wird, da müssen wir suchen, dass wir da jemanden bekommen. Es ist also nicht so, als wir den Kleingarten bekommen haben, wir waren, glaube ich, an 25, 26. Stelle. Und heute sind wir froh über jeden, der kriegt sofort den Garten. Ist die Idylle bedroht? Trüben Wildwuchs, auffällige Fassadenanstriche und eigene Vorstellungen von Miteinander und Privatsphäre das Paradies? Eines sollte klar sein. Ein Kleingarten bedeutet nicht einfach nur, ein Beet zu beackern, sondern hat soziale Konsequenzen. Man tritt einer Gemeinschaft bei. So ist in manchen Aufnahmeanträgen zu lesen, Freude am geselligen Beisammensein und aktive Teilnahme am Vereinsleben sollten selbstverständlich sein. Das ist allerdings nicht jedermanns Sache. Der Verein, das lässt einfach nach. In Anführungsstriche die alten Leute, ich will jetzt nicht sagen ab 70 oder ab 80, die haben am Vereinsleben noch teilgenommen. Die jungen Leute, die also einen Garten bekommen, die nehmen nicht mehr so teil. Die haben ihren Bekanntenkreis, die nehmen das als Erholung, die sind gerne hier. Die sagen einfach, mit Vereinsleben, das möchten wir nicht. Wir haben unsere Kinder, die sind da im Verein und da im Verein und das alle überfordert uns. Und dementsprechend ist es auch schwierig, zu solchen Feiern Leute zu bekommen, zu motivieren, zu sagen, hier auf der Feier sind heute ganz viele Leute, die haben gar keinen Garten mehr bei uns. Die sind einfach nur noch aus Tradition, weil es die ganzen Jahre so schön ist, kommen die noch hierher. 61! Beim jährlichen Sommerfest sind sie dann doch fast alle da. Solche Rituale sind wichtig. Das gemeinsame Essen, Trinken und Feiern schafft ein Wir-Gefühl, das die normalen Alltagsprobleme aufhebt. Zumindest für eine Weile. Wie kommen wir zusammen? Sternenförmig! Wie gehen wir auseinander? Niemals! Warum nicht? Weil wir so sexy sind! Wie trinken wir am liebsten? Umsonst, umsonst, umsonst! Mathe. Auch wenn die alteingesessenen Kleingärtner gerne feiern, für alles gibt es eine Zeit. Das Vereinsleben besteht nicht nur aus fröhlichem Beisammensein, sondern auch aus Regeln und Pflichten. Da ist eine Bau- und Gartenordnung drin. Und da sollte man sich dran halten. Es gibt schon mal so einen kleinen Ausbruch nach links oder rechts, aber das kann man mit vernünftigen Worten wieder auf die Reihe bekommen. Die Paragraphenreiterei, die in Deutschland ja eigentlich üblich ist, die ist hier auch, aber die wird auch nicht locker gehandhabt, aber sie wird gehandhabt. Da gibt es klipp und klare Bauabsprachen und wie gesagt, die Neubauten sind alle 6x4 Meter umbauter Raum inklusive Mauerwerk, 24er Mauerwerk. Und die Gestaltung innen ist ihnen überlassen. Außen müssen sie sich auch ein bisschen beim Farbanstrich danach halten, dass ich nicht... Ja, wie heißt der, Hundertwasser, so ein Haus da hinstellen, also das ist nicht machbar. Man sollte schon gleichbleibend da stehen. Ne? Der Vereinsvorstand wacht über die Einhaltung der Regeln mit nicht zu scharfem Auge. Schließlich ist man ja selbst auch Gärtner. Trotzdem ist solch ein Vorstandsposten sehr zeitintensiv.
Wenn dann der Tagesordnungspunkt Wahlen kommt, müssen die Leute immer mal austreten oder gerade den Schuh zumachen. Es ist unser Hobby, schlicht und einfach. Und wenn man sich für sein Hobby so interessiert, dann stellt man sich auch zur Verfügung, wenn halt also Posten zu vergeben sind oder wenn jemand gesucht wird, der Verantwortung übernimmt. Wir kennen uns ja alle, wir sind hier alle gut miteinander bekannt, befreundet teilweise, schon über 20 und 30 Jahre. Man geht bei dem Nachbarn ein und aus und das Vereinsleben ist halt sehr viel schöner, weil man unter Leute ist. Wenn ich mir nur eine Wiese gepachtet hätte, irgendwo hier an der Ruhr, dann säße ich auf meiner Wiese, mähe die oder schicke die Schafe drüber und dann sitze ich da alleine rum. Dann kann ich auch zu Hause am Balkon sitzen. In Kleingärten spiegelt sich unser Alltag auf engstem Raum. Gestaltet wird er von den Menschen, die wir in den Parzellen getroffen haben. Menschen mit unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen. Aber sie haben eines gemeinsam: die Liebe zu ihrem ganz persönlichen Mikrokosmos Kleingarten. Der sollte eigentlich mehr sein für die Freizeitgestaltung. Aber das, Sie sehen ja, wenn Sie hierher kommen, ist schönes Wetter, ach, dann mache ich das noch, was Sie sich vorgenommen haben für den Tag, sich hier hinzusetzen und zu erholen. Das ist in den meisten Fällen, trifft das nicht zu. Hier hat man sein Grün, hier können die Kinder raus, hier können die Kinder auf den Wegen mit dem Fahrrädchen fahren, mit dem Roller fahren. Hier kennt jeder die Kinder, jeder weiß, wo die Kinder hingehören. Und jeder hilft, wenn dem Kind mal was passiert oder mal gefallen ist oder so. Da braucht man gar keine Sorge haben. Es wird eine Pulle Bier über den Zaun gereicht oder es wird sich hingesetzt und gesagt, komm, erzähl mal aus deinem schweren Leben, bist du noch am Arbeiten oder bist du raus? Wenn es die Witterung zulässt, dann holen wir frischen Salat für abends. Das ist dann liebe ich den Garten, dann ist halt Leckeres aus dem Garten. Ne? Eben auch aufgrund der Lage, ne? Es ist einfach, man fühlt sich wirklich wie im Urlaub. Und auch Besucher, die wir haben, die herkommen, sagen alle, es ist ein Paradies. Ist einfach so. In meinem Schrebergarten, in meinem Schrebergarten, da bin ich Eva im Paradies. Wann darf ich dich erwarten in meinem Schrebergarten? Denn bist du Adam und der ist süß. Da kannst du säen, Wiese mähen, Rosen züchten. Den ganzen Winter leben wir dann von unseren Früchten. In meinem Schrebergarten, in meinem Schrebergarten, da ist für mich das allerletzte Paradies.